Hallo und willkommen zurück, endlich mal wieder zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute möchte ich mit euch, wie ihr schon seht, ein bisschen Rocket League spielen und dabei mich mit euch unterhalten. Denn es soll um die Gamescom gehen. Ja, richtig gehört, die Gamescom. Die ist ja schon in ein paar Monaten. Und in ein paar Monaten, da meine ich in, lasst mich kurz rechnen, 4 Monaten. Vom 23. bis zum 28. August, meine ich. Genau. Und ja, ich wollte euch mal erzählen, wann ich dahin fahre. Beziehungsweise, wann ich da bin. Und das wäre am, Moment, 23. am 26. Genau. Der 26. August werde ich auf der Gamescom sein. Es ist noch nicht so ganz geplant, wann und wie viel Uhr ich wo sein werde. Das heißt, ich kann erstmal nur sagen, dass es ein Samstag ist. Also wenn ihr auch Samstag zu Gamescom kommt, könnte es sein, dass wir uns vielleicht treffen werden. Ja, genau. Was werde ich tragen? Beziehungsweise, wie erkennt ihr mich? Na gut, ihr könnt mich einerseits an meinem Aussehen erkennen. Ihr habt mich ja schon ein paar Mal in der Kamera gesehen. Andernfalls trage ich auch ein Gamescom-T-Shirt von letztem Jahr, auf dem mein Creator-Name steht, also DuBetGamer. Und ich werde zusätzlich noch aus meinem Merch-Shop die Cappy tragen mit meinem Logo drauf. Das heißt, ich bin eigentlich gar nicht mehr zu übersehen. Dann habe ich auf meinem Kanal noch eine Umfrage gemacht, und zwar, ob ich einen Vlog machen soll oder nicht. Und bis jetzt sieht es so aus, als wenn die meisten dafür wären. Also könnt ihr euch schon mal freuen, dann gibt es dieses Jahr wieder einen Vlog. Und keine Angst, diesmal wird etwas mehr Content enthalten sein darin, nicht so wie letztes Jahr. Denn da ist mir leider der Akku ausgegangen. Das heißt, ich werde dieses Jahr auf jeden Fall genug Powerbanks mitnehmen, damit das nicht wieder passieren kann. Genau. Ja, und ich werde mal schauen. Dieses Jahr wird sich auf jeden Fall auch wieder ein T-Shirt gegönnt. Heißt, für nächstes Jahr hättet ihr dann das T-Shirt von 23. Hoffentlich. Genau. Ihr könnt ja schon mal in die Kommentare schreiben, von was ihr denn am meisten sehen wollt. Wollt ihr eher mehr so neue Spiele sehen, auch weil ich da nicht so viel filmen darf? Oder wollt ihr vielleicht auch extra mehr aus dem Anime-Bereich sehen? Denn da gibt es natürlich auch wieder ordentlich was. Schreibt einfach mal rein, welche Bereiche möchtet ihr denn gerne sehen? Genau. Des Weiteren werde ich auch nicht alleine auf der Gamescom sein. Bis jetzt sind wir zu 8. Also wir wollen uns zu 8 treffen. Das heißt, wenn ich nicht gleich auf euch aufmerksam werde, tut mir leid. Und ja. Dann jetzt noch eine Ankündigung für euch. Und zwar findet gerade auf meinem Discord ein Gewinnspiel statt, wo ihr ein Gamescom-Ticket für euch selber gewinnen könnt. Und zwar für den Tag eurer Wahl. Und ja, das Einzige, was ihr noch wissen solltet, ist natürlich nur für einen Tag gültig und es ist jetzt kein Mehrfamilienticket, sondern wirklich nur ein Einzelticket. Also macht euch da nicht zu große Hoffnung. Das wäre selbst für mich ein bisschen zu viel. Aber ja, genau. Also wenn ihr mitmachen möchtet, joint gerne auf meinen Discord, geht in den Giveaway-Kanal und nehmt dort dran teil. Und der Gewinner wird nächsten Freitag, glaube ich, ausgelost, und derjenige darf sich dann über ein gratis Gamescom-Ticket für sich freuen. Ja, warum mache ich das? Naja, dafür, dass ich jetzt noch kein 300er Special hochgeladen habe, dachte ich, okay, gut, wäre das jetzt vielleicht die perfekte Gelegenheit, meiner Community mal etwas zu schenken. Also, ja. Genau. Und jetzt würde ich sagen, versuchen wir noch hier das eine Tor reinzumachen. Und wenn das nicht gelingen sollte, war es das für das Video. Komm schon. There we go. Ja. Genau, kurze Info kann ich ja auch nochmal sagen, falls ihr es nicht schon in den Community-Post gelesen habt. Ich habe meinen PC aufgerüstet. Das heißt, wir haben jetzt eine Nvidia RTX 3060 drin. Dazu noch ein AMD Ryzen 2400 oder so. Habe ich nicht drauf ganz geachtet, sorry. Ja, dazu haben wir jetzt auch mal ein bisschen mehr RAM, endlich mal 16 GB anstatt nur 8. Und ja, Arbeitsspeicher, nee,
Festplatten werden noch erweitert. Das heißt, ihr könnt euch auf jeden Fall mal auf mehr Spiele mal gefasst machen. Ich bin gerade auch schon am Cyberpunk zocken. Nur leider bin ich da schon so weit, dass ich ein Let's Play nicht mehr lohnen würde. Aber man kann ja auf verschiedene Arten spielen. Also ich guck mal. Vielleicht, wenn ich es durch habe, mache ich vielleicht noch mal ein Let's Play dazu. Mal schauen. Wollt ihr denn gerne Cyberpunk sehen? Dann lasst es mich wissen. Ansonsten hätte ich auch noch im Angebot jetzt das neue Spiel Honkai Star Rail. Das ist ja jetzt auch frisch auf den Markt rausgekommen. Und das werde ich gleich erstmal auch noch ein bisschen anzocken. Und dann schauen wir mal. Und ja, wenn ihr noch ein bisschen Rocket League sehen wollt, dann Rocket League halt. Alles eure Entscheidung. Und dieser Typ hat gerade ein Eigentor gemacht. Ist ja denn vollkommen dämlich. Ja. Gut, dann würde ich sagen, war es das aber auch für das Video. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr könnt mit den Infos was anfangen. Und man sieht sich vielleicht auf der Gamescom. Bis dahin, macht's gut und ciao. Euer Red Gamer.